Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier vom Thief Simulator, hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir ein paar neue Informationen zu den Mortons und den Bakers bekommen, genau. Und zwar sollen wir noch aus der 110 ein Gemälde stehlen oder zerstören. Ich denke, das stehlen wir, dann kriegen wir, glaube ich, doppelt Geld. Und bei den Mortons, ja, ich glaube, da haben wir eigentlich alles abgefrühstückt, oder? Nee, das sind die Infos, genau. Und dann haben wir hier neue Informationen zu der 111, 12 und 13 bekommen. Und da haben wir gesehen, dass da die auf jeden Fall zu Hause sind zwischen 0 und 5. Genau, hier müssen wir noch gucken, ob die dann da zu Hause sind. Jobs haben wir da erstmal keine und Beuteinformationen auch nicht. Zu den Watsons wissen wir, dass die wohl nicht zu Hause sind zwischen 1 und 3. Vielleicht könnten wir da einsteigen dann. Müssen wir mal gucken. Das können wir ja dann auch noch da sehen. Und hier haben wir auch von den 113 uns die Information geholt, dass die zwischen 9 und 13 Uhr ebenfalls nicht zu Hause sind. Oh Gott, eine Sekunde. Hier ist eine Fliege. Boah, die fuckt mich schon den ganzen Tag ab. Nein! Das habe ich nicht bekommen. Boah, Fliegen und Mücken sind ja das schlimmste Kleinvieh, was es so gibt. Oh Mann, ey! Die ganze Zeit sohren die hier einen um die Birne rum. Jetzt ist aber wieder weg. Gut, egal. Wir haben 16.30 Uhr. 16.30 Uhr. Zwischen 9. Ab 1. Wir gucken mal bei der 111 jetzt einfach mal. Vorher sollten wir aber noch das Gemälde stillen, ne? Bei der 110 ist das Gemälde, ne? Dann fahren wir mal zu 110. Oh Gott, das stört den. Schnell weg, nicht, dass die gleiche Polizei holt. Oh Gott. So. So dürfen die doch alle noch vorbeikommen, oder? Genau. Tür noch zumachen. Können ja auch noch hinten die... das aufmachen. Kommen wir noch hier irgendwo rüber? So, dann sind wir jetzt hier wieder an der Anfängermission. Aber hier ist gerade keiner zu Hause, oder? Oh Gott, doch, ist einer zu Hause. Oh Gott. Oh, was mache ich denn jetzt? Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. Es ist jemand zu Hause. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir verstecken uns jetzt einfach hier. Im Busch. Okay, die sind jedenfalls zu Hause. Das wissen wir ja jetzt dann. Mann, wir haben doch nur reingeschaut. Okay. Da läuft ein Polizist rum, aber ich glaube, wir sind hier sicher. Fürs Erste, oder? Ja, nice. Ein Stern nur noch. So, da können wir uns ja langsam mal wieder auf den Weg machen. Ich würde gerne den Ablauf von der Person haben. Uhuhu. Gut, 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 gut. Ach, der kommt doch raus gleich, oder? Ah, oh, schnell weiter. So, jetzt würde ich mal gerne wissen, wie ich hier wieder rauskomme. Okay, hier kann ich nicht lang, anscheinend, oder? Nein, hier komme ich nicht durch. Dann muss ich wieder hier durch, ne? Ist das hier das Gemälde? Ja, ich hab's durch die Wand genommen. Oh, wo komme ich denn jetzt hier raus? Ich hab das Gemälde. Okay, dann schnell hier raus jetzt. Dass man da nicht durchkommt. Oh, dann müssen wir einmal kurz hier durch wahrscheinlich. So. Zack. Einmal da rein. Ach nee, das wollte ich nicht. Gut.
Aufmachen. Na dann gehen wir hier nochmal alles durch, was hier alles so da ist. So, dann noch der Toaster, die Pfanne. Dann gehen wir mit dem da raus. Gehen wir her. Hopp. Tür aufmachen. Gemälde mitnehmen. Oh Gott. Ja, hallo. Alles gut bei Ihnen? Gar kein Ding hier. Gar kein Thema. Ich bin der Ausräumdienst. Hier ist nichts zwielichtig. Alles gut. So muss das sein. Jetzt nochmal zur Fliege zurückzukommen. Irgendwie ist die weg. Also, alles gut bisher. So, dann wollen wir jetzt als nächstes zu der 112 und 113. Das ist die 113, genau. Dann können wir mal gucken. 113. Dann schlafen wir mal bis 8 Uhr. Genau. Dann gehen wir da rein. So. Kann man jetzt hier nicht schlafen? Ach, wahrscheinlich müssen wir uns auf den Parkplatz stellen. Ja, unten war ja einer. Oh, Hilfe! So, gut. Space schlafen. Dann mal bis 8 Uhr. So. Dann dürften wir jetzt zur Arbeit gehen und dann haben wir die Bude für uns. Ein paar Stunden. Zack. Wunderschön. Das Gemälde drin ist da. Gucken wir mal, wie wir da am besten reinkommen. Oh, hier ist ein Mülleimer. Vielleicht ist da ja was drin. Oh, was ist das da? Eine Notiz. Dann können wir uns die ja mal kurz angucken. Beute. Im Wohnzimmer steht ein teurer Drucker. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir uns den wahrscheinlich auch. Okay, dafür brauchen wir so ein Ding. Glasschneider und Schlösserknacker. Stufe 4. Ja, komm, dann machen wir mal so und versuchen da reinzukommen. Dann gehen wir mal hier durch. Okay, da guckt keiner. Ach, geil, Fenster offen. Dann gehen wir da durch. Dann gehen wir durch das Fenster rein. Und da nur noch einer im Haus drin ist, haben wir den jetzt gerade auch super hier im Blickfeld. Aber der haut ja jetzt auch ab. Der dürfte ja dann gleich auch weg sein. Nehmen wir mal kurz alles mit. Können wir nochmal alles hier... geil. Kopfhörer. Wie inventarvoll. Oh, nee. Da habe ich jetzt aber gar nicht dran gedacht. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Schnell alles da rein. Oh, das ist natürlich jetzt mies. Ja, gut. Raus. Jetzt aber schnell hier. Ja, wir gehen hinten durch. Haben wir noch irgendwas hier liegen? Ja, genau. Einmal noch die Kopfhörer. Zack. Sonst ist hier nichts fürs Erste. Geil. Haustürschlüssel. Nice. Den teuren Drucker können wir ja nachher noch machen. So. Steigen wir auch bei Tag rein, dann sieht man noch gut. Da brauchen wir die Taschenlampe nicht. Oh, 1 Kilo, das ist aber viel. Müssen wir wohl nochmal einsteigen hier. Geld! Nochmal Geld! Und nochmal Geld, geil! So, da ist nichts. So, ne, da ist auch nichts. Eine Gitarre, Alter! Nein, ich bin voll. Müssen wir gleich nochmal wegen der Gitarre nochmal gucken. Vase, Vase. Boah. Wenn die schon 3 Kilo waren, dann habe ich jetzt 6 Kilo, dann dürfte ich ja jetzt nur noch knapp 1 Kilo oder unter 1 Kilo Platz haben. Alter, abgeschlossen. Nicht dein Ernst. Da komme ich jetzt gerade nicht durch. Ich kann nur hier bleiben. Dann holen wir uns noch das Gemälde hier. Ja, haben wir nur diesen Raum zu knacken. Beziehungsweise können wir jetzt durch die Haustür, da wir geilerweise ja jetzt den Haustürschlüssel haben. Jo.
Moin. Hoffentlich passt da noch was hinten rein. Weil da haben wir jetzt gerade schon mal ein Gemälde drin. Und da rein. Jawohl, das kann aufeinander gestapelt werden. So muss das sein. Wir haben ja noch oben rechts, sehen wir ja, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Dann gucken wir mal, was wir da noch so reinmachen können. Der Dietrich mal raus. Raus. Und 3 Kilo. Ach, unten sehen wir es. Also 1 Kilo können wir noch rüber machen. Dann machen wir noch die Sprechstange rüber, weil die brauchen wir jetzt gerade nicht. Gut, die gucken nicht. Zack, dann gehen wir mal hier rein. Der teure Drucker. Mich würde mal interessieren. Oh, Junge, 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 hier ist aber viel. Schauen wir uns mal nochmal um. Oh, das ist jetzt aber echt schwierig. Was sollen wir denn mitnehmen? Also hier ist nochmal Geld. Ein Handy. Oh nein. Geil. Ein Handy, Alter. Ein Router. Und nochmal ein bisschen Knete. War nur 15, aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, geil, ein Dino. Ah. Ob es hier auch die Sachen für die Kinder gibt? Also diese Autos, die bringen ja 1500, wenn man davon ein paar hat. Alter, was ist denn hier los? Blockiert mich richtig. Noch das da. So, so. Ah, geil, ein alter Fernseher noch. Ein kleiner Fernseher. Nee, wir nehmen uns aber den Drucker mit. Der bringt mehr Geld. Alter, 1 Kilo ein Handy. Auch wieder 1 Kilo, ne? Ja, ist klar. Und das auch 1 Kilo? Ja, auch 1 Kilo. Und das auch 1 Kilo? Natürlich auch 1 Kilo. Die ganzen Schränke können wir nicht aufmachen. Warum auch nicht? Oh, eine Mikrowelle, Alter. Ach, Geld. Eine Flasche. Wein kann ja schon teuer sein, ne? Dann kommen wir nochmal auf jeden Fall nachher wieder zurück. Oh Gott. Oh, ich glaube, wir wurden gesehen. Egal, wir holen uns jetzt den Drucker und machen dann eine Fliege. Zack und raus hier. Wir sehen auch nicht, ob hier irgendwo Leute sind, ne? Oh Gott. Wo sieht mich denn jemand? Ach Mann, ey, was machen sie denn da auch? Ja, komm, dann holen wir jetzt mal kurz das Auto, damit wir besser und schneller einladen können. Ja, komm, zieh, 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 zieh. Na, der schafft's nicht. Oh, dann fahren wir kurz auf die Straße, damit wir noch hier gut hochkommen. Aussteigen bitte. Komm schon. Passt doch da rein, oder? Jawohl! Ey, wir stapeln hier alle rein. Vielleicht können wir dann noch mehr reintun? Aber müssen wir erstmal das Auto wegfahren, sonst kommen die hier nicht durch. Ja, Alter, lässt du mich bitte hier noch raus? Danke. Müssen wir ein bisschen Gas geben, weil jetzt kommen die gleich nach Hause. So, dann nochmal da oben irgendein Bild. Da war doch gerade noch irgendwo diese Welle. Genau, die nehmen wir mit. Ja gut, wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Oh, schnell rein hier. Ah, oh, Junge, das war knapp. Okay, jetzt, Pfandhaus. Oh, die hat uns voll erwischt, wie wir gerade mit dem Bild rauskommen. Jo, moin. Ah, oh, scheiße. Ja, aber läuft doch. Wir haben sogar das Bild Herbst und den Drucker. Level aufgestiegen. S plus, 5 von 5 Sternen. So muss das sein. Nice. Ja, Winnie, was willst du denn? Check the computer. There's a few things I need to tell you. Geht klar. Geil, wir sind mit dem Auto doch gefahren. Drucker, wobei wir fahren jetzt doch erstmal weiter. Dann fahren wir schön zu unserer Bude, um zu gucken, ob wir noch was im Black Bay verkaufen können. Tools for Thieves lets you buy new kit online. But you might not. Ja, schon klar. Dietrich. Den hatten wir ja schon gekauft letztes Mal, ne? Vielleicht können wir hier noch was verscherbeln. Scheint jetzt erstmal nicht so. Doch hier, den Router. Für die Küche der alte Toaster. Nice. Hier nicht. Und das meinte ich, die Spielzeugautos. Schade, dass da keine waren. 300 und hier. 1300. Ah ne, das hier oben war diese Gitarre. Ah, was? Die hatten wir doch gerade in dem Haus gefunden. Die bringt 300 Dollar hier, oder was? Geil. Gut, dann haben wir das schon mal abgefrühstückt. Und dann geht's jetzt zurück zum Pawnshop. Oh, Winnie, was Bill willst du? Hawk, you looted the pawn shop first. Ja. You'll need empty pockets at Greenview 109. Hab ich ja gesagt. Welcome back. Welcome back, genau. 270, nice. Dann das Gemälde, das Gemälde. Oh mein Gott, die Kopfhörer, einfach mal 86.
Der Wecker 30, nochmal 30, 12, 50. Ja, läuft. Läuft, läuft, läuft. Ja, Vinny. I see you got my screen. Go to Black Bay. Nee, ich hab deine Glotze nicht. So, dann können wir hier auch nochmal schauen, was beim Skillbaum aufgelevelt werden kann. Mehr Gegenstände vor Ort begutachten, das machen wir direkt. Zack, haben wir einen freigeschaltet. Und da wir noch einen Skillpunkt haben, machen wir Ziegel werfen. Können wir jetzt andere eine Platzwunde zuführen? Nice. Gut. Können wir jetzt mal irgendwas Neues hier machen? Oder? Nee, 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 nee. Das können wir ja erst später machen, genau. Oder will er die Glotze haben? Doch, nee, ist egal. Behalten wir jetzt erstmal. Gut, dann würde ich sagen, aber auch war's das wieder hier mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Thief Simulator. Und dann steigen wir da einfach nochmal ein und holen uns den Rest aus dieser Bude. Wir sehen uns bis dahin. Dann tschüss mit Ö und haut da rein.